Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück hier in Nordfriesland. Wir setzen dort wieder an, wo wir gestern aufgehört haben und fahren hier noch ein bisschen munter Hackschnitzel durch die Gegend. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen gestern aufgefallen, dieser kleine, ich nenne ihn mal Einspieler, von mir, den ich hier unten in der Mitte platziert habe. Ich wollte einfach mal gucken, wie denn eure Reaktion dazu ist, was ihr dazu sagt. Wir das jetzt mal so bei 3-4 Folgen testen. Und ja, wie gesagt, würde ganz gerne einfach mal von euch hören, wie ihr das findet, weil ich finde einfach, es ist hier in den Kommentaren einfach nichts los. Es gucken so viele Leute sich diese Folgen hier an. Und wenn ich dann ein oder zwei Kommentare dabei habe oder so, ist das halt schon viel, ne? Da geht sicherlich noch was, finde ich jetzt. Und ja, deswegen einfach mal von mir der dezente Hinweis, lasst doch einfach mal ein Like und einen Kommentar da. Ja, wenn ihr noch nicht liken wollt, dann ja, wenigstens kommentieren. Wenigstens kommentieren. Das wäre zumindest super. Dann weiß man auch wenigstens, dass das zur Kenntnis genommen wird, was man hier macht. Und ich muss mich nicht fragen, so von wegen, wo sind denn die Leute überhaupt? So, das war die letzte Ladung jetzt für die Pelletproduktion. Jetzt machen wir noch eben schnell Folgendes. Und zwar werden wir mal eben den Wasserträger deaktivieren. Und da ist er. So, du bist voll. Fahrer entlassen. Nur nochmal eben zur Sicherheit schauen. Ja, auch hier ist voll geworden. Also ihr seht, der Kurs funktioniert. Einwandfrei. Die stellen wir jetzt einfach mal, ich glaube, einfach in die Halle rein. Ne, hier einfach rein. Da stört es erstmal keinen, weil Schafe und Wolle haben wir noch nicht. Vielleicht irgendwann. Wer weiß. Irgendwann wird es Schafe und Wolle geben, aber wir haben natürlich auch eine Mission. Ne? Die Mission heißt Kühe, Milch und alles. So. Dann bist du soweit erstmal fertig. Die brauchen wir dann gleich, um Hackschnitzel durch die Gegend zu fahren. So machen wir das nämlich. Und dich nehmen wir jetzt erstmal dazu. Machen wir erstmal hier den Frontlader ein bisschen runter. Hier sind ja jetzt knapp 42.000 Hackschnitzeleien drin. Das heißt, wir können jede Station mit, jetzt lass mich mal überlegen, 10.000 Häckselgut, nein, 10.000 Kompost beliefern. Das machen wir jetzt schnell manuell. Weil dann fängt nämlich hier dann auch zumindest schon mal die ganze Produktionsmaschinerie an. Und später werden wir dann hergehen und auch diesen Kurs hier oder diese ganze Geschichte hier natürlich automatisieren. So. 10.000 für dich. Und 10.000 für dich. Also so über den Daumen, ne? Jetzt nicht hundertprozentig. Das ist halt schon eine enge Kiste hier auf jeden Fall. Da müssen wir durch. Aber es ist alles machbar auf jeden Fall hier. Jetzt kein Hexenwerk oder so. So. 20.600 hat er hier noch.
Dann wollen wir doch mal hergehen. Und jetzt laden wir erstmal hier. 10.000 ungefähr. Und hier den Rest ab. Nein, jetzt hat er den Trigger nicht getroffen. Ich raste aus. Ich stand noch in dem anderen Trigger drin. Das heißt, wir haben... Hier führt schon mal kein Kompost mehr. Macht aber erstmal nichts. Gibt weitaus Schlimmeres. So. Den Anhänger ab. Den Anhänger ab, das dran. Das Auto erstmal aus. Dann schnappen wir uns den kleinen Fendt hier. Und holen den kleinen Anhänger hier ab. So, und dann haben wir doch den Hackschnitzelverteiler, ne? Dieser hier. Von Beretta zu Zellstoff. Ah, Beretta zu Zellstoff. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen nämlich hier vom Hacker. Hackschnitzel Hack zu Zellstoff wollen wir nämlich haben. Haben wir nicht. Müssen wir einfahren. Okay. Wir können das auch anders machen. Wenn wir eh schon von der Seite aus kommen, müssen wir nicht noch in den Verkehr reinfahren. Muss man eben hier kurz noch einen Dreher machen. Na, wenn wir doch schon hier stehen. So, dann machen wir nämlich hier beladen am Startpunkt. Kursaufzeichnung beginnen. Und dann geht's los. Und jetzt fahren wir mal schön munter Richtung Zellstofffabrik. Das wird jetzt eine kleine Reise werden. Vielleicht schaffen wir das ja noch in dieser Folge. Wer weiß das schon. So, und dabei erzähle ich heute noch so ein bisschen was. Nee, Spaß beiseite. Also, wird jetzt hier nicht irgendwie eine Dummlaberei ausarten oder sonst irgendwas. Aber da fällt mir noch ein, ich habe für morgen noch was vorbereitet. Jetzt nicht auf dieser Karte hier, aber es wird noch ein anderes Video geben, was vielleicht interessant sein könnte. Aber urteilt dann selbst, dann könnten wir ja am Donnerstag nochmal darüber reden. Und dann gucken wir einfach mal. Donnerstag, kleiner Freitag. Ich mag den ja, ne? Wird schon wieder Zeit. Woche geht wieder nicht rum. Aber auch wenn ihr es so wollt, in so einem landwirtschaftlichen Betrieb wird halt auch am Wochenende gearbeitet, ne? Es ist immer was zu tun. Das ist halt so. Habe ich den Verkehr eigentlich ausgemacht oder verstecken sich die Autos irgendwie? Ist ja unnormal hier. Ist ja wie ausgestorben. Glaube ich mit dem aus, ne? So. Und weiter geht's. Yay! Am Wasserträger vorbei, der ganz schön teuer ist. Nein, wollen wir nicht. Stell ich lieber einen Ackerschacht hier hin. Der kostet nur einmal.
Ja, von der Kartoffel- und Chipsproduktion, da sind wir noch ganz weit entfernt. Da fehlt uns A, Land, B, Fahrzeug. Weil ich, ganz ehrlich, ich möchte dann nicht hergehen und dann hier mit so einem gezogenen Roder durch die Gegend fahren hier und damit arbeiten. Da wirst du ja überhaupt nicht fertig, ne? Hier ist noch Kompost drin. Könnten wir, ja, ich wollte gerade sagen, auf dem Rückweg mitnehmen. Obwohl. Doch, das geht. Muss ich kurz Kursaufzeichnung anhalten. Das geht. Das geht. Hör mal, das geht. Ich hoffe, ich denke dran. So. Frage ist, wie rum fahren wir denn in diese Halle rein? Orientieren wir uns eigentlich an dem Wasserträger, ne? Der könnte natürlich... Da ist ein Auto. Ich werd wild. Hallo. Wir können natürlich dann immer erst am Wasserträger vorbei, an der Produktionsstraße vorbei, also da, wo die fertigen Produkte landen. In der Warenausgabe, so. Und dann von der Seite aus dann reinfahren. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir hier nicht ständig die Kurse alle kreuzen. Und das ist halt auch das Ding, warum mir der vom, also der Kurs vom Bretterwerk oder von der Sägerei da nicht so ganz gefällt, weil der führt ja dann quasi entgegengesetzt dem Wasserträger. Und dann könnte es durchaus vorkommen, dass die sich irgendwann knutschen. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich gestern gesagt habe. Sorgfalt beim Einfahren der Kurse. Die Automatisierten lassen wir einfach alle rechts fahren. Und dann haben wir dann die manuelle Spur für uns noch. Also hier die etwas äußere und so rum. So, jetzt fahren wir hier rein. Und stellen fest, hier ist eine riesengroße Waage. Und ein Trigger, der bedient werden will. Wenn ich ihn irgendwo treffe. Da ist er. So, der ist fertig. Und dann können wir hier wieder schön raus. Ja, die kreuzen sich hier, aber es ist alles gut. So, und dann fahren wir hier wieder schön zurück. Wie weit sind wir? 13 Minuten, alles klar. Passt doch. Muss ich nur dran denken, gleich hier eben die Aufzeichnung zu unterbrechen. Vom Kurs. Und dann eben den Kompost einzufahren hier. Oder einzusammeln. Dann nehmen wir nochmal richtig Schwung. Und fahren dann weiter. Jetzt wird's spannend. Hier noch nicht. Ich breche das Ganze einfach mal hier ab. So. Und fahre dann mal hier rein. Dann holen wir uns einfach mal das bisschen Kompost, was es hier gibt.
Oh, so wenig ist das gar nicht, ne? Hallo? Ja, doch ein bisschen was. Oh, haben wir noch eine schöne Ladung hier. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze dann morgen an, wie es hier weitergeht. Ich sage erstmal herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.